I am the Jochen, das ist der Frühsport für Freitag, den 26. April 2024. Schönen guten Morgen. Wir haben die Tabellen nachzutragen für die Fußballligen in Deutschland. Das machen wir jetzt. Das Ganze ist kameratechnisch gerade extrem blöd, aber ich kann hier nicht einfach so die Kamera switchen, so wie früher. Deswegen muss ich euch jetzt mal so mitnehmen. Wir gehen rüber gleich auf die Tabellen und gucken mal, was Sache ist. Und so kann ich nämlich jetzt ganz normal filmen und sprechen und ich hoffe, dass ihr da jetzt auch ein bisschen was erkennen könnt. Wir gucken mal auf die Bundesliga. 4 Spieltage sind es noch bis zum Ende und da geht es jetzt richtig rund, wie ihr seht. Leverkusen ist Meister, da brauchen wir nicht mehr drüber streiten. Steht im Pokalfinale, im Europa-League-Halbfinale, alles gut, das Triple winkt. Und dahinter ist die ganz große Luft raus. Wir gehen davon aus, dass die Bundesliga sich den 5. Champions-League-Platz sichert. Damit wären diese Herrschaften hier Bayern, Stuttgart, Leipzig und auch Dortmund in der Champions League. Die sind jetzt noch orange, die Dortmunder. Für Europa-League-Platz, das wäre ja sehr sicher, wenn man Fünfter wird. Aber wenn der sie können ja selber was dafür tun, dass das wieder klappt mit dem 5. Champions-League-Platz. Wenn sie selber jetzt noch zweimal PSG schlagen, ist das Ding geritzt. Und dann haben wir also nächstes Jahr neben Leverkusen auch diese 4 Teams in der Champions League mit dabei. Es sieht ganz gut aus. Danach kommt lange nichts, deswegen brauche ich auch nach unten alle keine Sorgen mehr machen. Und dann kommen die Frankfurter. Die hätten momentan den garantierten Conference League Platz, aber wenn der 5. Champions League Platz klar ist, wird dieser Frankfurt Platz zu einem Europa League Platz und dann wird der Platz, den Freiburg jetzt gerade innehat, zum ersten Conference League Platz hier unten. Wenn aber zum Beispiel Leverkusen den DFB-Pokal noch gewinnt, dann ist Frankfurt und auch Freiburg nach aktuellem Stand in der Europa League. Und dann wäre Augsburg hauchdünn vor Hoffenheim in der Conference League. Wenn dann sogar Dortmund die Champions League noch gewinnt und als Titelverteidiger nur Fünfter wird, dann spielen die Dortmunder als Titelverteidiger in der Champions League. Der 5. Champions League-Platz der Bundesliga, der dann ja eigentlich der 6. wäre, ginge an Frankfurt nach aktuellem Stand. Freiburg und Augsburg würden bei Leverkusener Pokalsieg in der Europa League spielen und dann wäre Hoffenheim noch in der Conference League dabei. Das heißt, selbst dieser 9. Platz hier, der könnte noch fürs internationale Geschäft reichen. Es kann aber auch sein, dass selbst der 7. es hier nicht mehr schafft, wenn Lautern den Pokal gewinnt und die Deutschen jetzt nichts mehr reißen in der Champions League. Auch Heidenheim und Bremen bei 5 Punkten Rückstand dürfen theoretisch noch hoffen, vielleicht hier da die wieder einzufangen da oben. Das bleibt auf jeden Fall noch relativ interessant. Dann haben wir Gladbach und Wolfsburg, dann haben wir Union und dann sind wir auch schon in der Abstiegszone angelangt. Da wollen wir gar nicht lang drum herum reden. Darmstadt da hinten, 10 Punkte Rückstand auf Relegation. Jetzt spielen am Wochenende Mainz gegen Köln, auch ein ganz, ganz wildes Spiel. Wenn die Kölner das nicht gewinnen, dann gehen da wirklich die Lichter aus. Aber wenn sie es gewinnen, sind sie dran. Wenn dann sogar Darmstadt noch gegen Heidenheim gewinnt, aber aus Darmstädter Sicht muss ich sagen, das ist alles nur Spielerei. In 4 Spielen werden wir keine 10 Punkte mehr aufholen. Wir müssten ja alle 4 Spiele gewinnen und die hier oben dürften ja gar nicht mehr gewinnen. Also das glaube ich nicht. Darmstadt wird absteigen. Die Frage ist nur, ob diese Woche oder nächste Woche. Aber auch für Köln sieht es halt nicht gut aus. Ne? 5 Punkte, das ist schon happig, wenn man hier genau guckt. Ja, und Relegationsplatz. Ich würde mal sagen, die sind alle in der Verlosung hier. Gladbach, Wolfsburg, Union, Mainz und Bochum. Das werden auch noch interessante letzte Spieltage. Gehen wir in die 2. Liga. Noch 4 Spiele zu absolvieren. Da haben wir Kiel und St. Pauli entspannt vorne weg. 5 Punkte hinter dem 2. momentan Düsseldorf. Und die haben aber ihrerseits jetzt schon stolze 6 Punkte Vorsprung auf den HSV. Hier ist auch das Ding, Kiel und St. Pauli, wahrscheinlich gehen sie durch, aber natürlich ist die Frage, ob St. Pauli nächste Woche vielleicht beim HSV aufsteigen kann. Das ist ja so das große Thema momentan. Hier bei mir auf dem Kanal, zumindest in St. Pauli, sagen sie, nee, das ist nicht Thema für uns, uns egal, wo wir aufsteigen. Das glaube ich denen nicht so ganz. Ja, HSV, ja gut, als Relegationsteilnehmer mit 6 Punkten, die sagen selbst, wir geben noch nicht auf, aber ich sehe das nicht mehr, dass sie das noch aufholen. Genauso gilt, das Gleiche gilt auch hier für Karlsruhe, Hannover, Hertha, da wird nichts mehr gehen. Und gucken wir mal da unten in die Abstiegszone, da hat sich Magdeburg und Schalke bis jetzt freigestrampelt nach unten hin. Wir haben Osnabrück am Ende, da sind sie. 7 Punkte Rückstand auf Relegation, auch das wird hart und ich glaube zu hart. Ich denke, Osnabrück schafft es nicht mehr. Aber das ist hier noch eine interessante Runde. Die Lauterer spielen noch gegen Braunschweig und die Lauterer spielen noch gegen Magdeburg, jeweils zu Hause. Das sind ja Gegner ihrer Kragenweite. Sehe ich noch nicht gegessen, das ganze Ding. Und gerade auch für Wiesbaden geht es ja zuletzt auch eher abwärts. Rostock kommt nicht so richtig vom Fleck. Ich bin mal sehr gespannt. Mal gucken, wie das dann noch ausgeht. Dann gehen wir noch in die 3. Liga. Da haben wir Ulm und Regensburg vorneweg. An der Spitze Münster 3. Dann haben wir ja schon die Woche drüber gesprochen. Oh, Essen und Saarbrücken. Ich habe das noch nicht aktualisiert. Mache ich jetzt live. Essen geht 1 hoch, weil die haben ja unentschieden gespielt gegen Saarbrücken. Aber ihr seht genau das Problem. Das ist ein Unentschieden, was beiden genau gar nicht nutzt, weil die bleiben weiterhin hinter Münster. Münster weiter mit 3 Zählern vor.
Das könnte hier nochmal ein bisschen spannender werden, weil wir haben hier nur 3 Punkte zwischen Münster und Regensburg. Wir haben auch nur 3 Punkte zwischen Münster und der Gruppe da hinten. Aber wenn sich die Regensburger und die Ulmer, also gerade die Ulmer hier, wenn die sich nicht mehr sehr doof anstellen, dann geht Ulm per Durchmarsch nach oben und Regensburg wird den 2. Platz um den Aufstieg bekommen. Das sieht momentan sehr gut für sie aus. Und dann gucken wir weiter nach hinten, was da noch drin ist. Da haben wir hinter den Mannheimern Halle auf dem 1. Abstiegsplatz. Das sind die, die vielleicht noch eine Chance haben. Freiburg ist schon abgestiegen, Lübeck und Duisburg, naja, guckt selbst, die haben 11 Punkte bzw. 8 Punkte Rückstand. Da wird wohl nichts mehr gehen und Halle ist der Einzige, der vielleicht hier noch ran könnte. Auch Bielefeld ist noch nicht ganz 100% durch, aber da habe ich auch so die ganz große Gefahr, sehe ich da nicht mehr für die Bielefelder, wenn ich ehrlich sein will. So, und jetzt haben wir den Moment, dass ich nicht genau weiß, wie mache ich jetzt mit diesem Video weiter. Ich würde jetzt theoretisch, ich filme mich jetzt mal kurz, ich gehe jetzt weg von den Tabellen, jetzt filme ich mich mal kurz, hi. Jetzt sind wir, es ist eine ganz andere Perspektive als sonst, ne? Ist irgendwie komisch. Ich würde jetzt noch ein paar Sachen sagen, die sonst noch so los sind, abseits des Fußballgeschehens und natürlich, was heute in Sachen Fußball auch noch zu sehen ist, das muss ich euch auch noch verkünden. Dazu muss ich den Computer aber hier wieder ein bisschen umbauen, mal gucken, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Gerade tut es das nämlich nicht. Da hängt gerade hier alles fest und da passiert gar nichts mehr. Im Worst Case war das jetzt gerade alles für die Katz. Ne, das kriegen wir irgendwie hin. Ich kann schon mal sagen, dass heute Abend Eishockey gespielt wird. DEL Playoffs, das weiß ich. Und zwar gibt es dort das vielleicht entscheidende Spiel zwischen den Eisbären Berlin und den Fishtown Penguins. Die Eisbären führen ja inzwischen mit 3:1 in der Serie. Wenn sie heute gewinnen, haben sie den Titel klar gemacht. Ob das gelingt, werden wir sehen. Ab 19 Uhr, ich muss spicken, 30 zu sehen auf Magenta und auf Sport 1, auch im Free-TV das Ganze zu sehen. Für die Eishockey-Freunde könnt ihr mit dabei sein. Dann geht es weiter beim Tennis. Da ist, was ist denn das hier noch? Ah nee, das ist von gestern. Moment, stopp. Tennis. Jannik Hanfmann ist raus in Madrid. Nadal ist eine Runde weitergekommen. Der mischt also weiter dort mit. Tatjana Maria leider auch raus. Heute geht es weiter mit dem Tennis aus Madrid. Wie immer eigentlich um 11 Uhr auf Sky. Und so ist es auch. Könnt ihr das Ganze verfolgen. Dann habe ich noch keine Fußballergebnisse von gestern Abend, wie immer im Freitagsvideo. Ihr wisst, ich nehme früher auf als sonst. Es laufen noch die Playoffs weiter in der NBA und in der NHL. Da kann ich auch noch nicht so viel jetzt verkünden. Machen wir alles morgen in Ruhe dann, wenn ich wieder die Kamera gescheit eingestellt habe. Heute mehr Tennis mit Zverev ist heute am Start, heute Abend Struff spielt, Altmaier ist noch dabei, also guckt Tennis, wenn ihr wollt. Fußball, Bundesliga 2030, Bochum gegen Hoffenheim, also Bochum im Abstiegskampf, wir haben es gerade gesehen. Zweite Liga, St. Pauli gegen Rostock, ganz oben gegen ganz unten und Hertha BSC gegen Hannover, das ist schon fast ein bedeutungsloses Mittelfeldduell inzwischen. Dritte Liga mit Bielefeld gegen Lübeck. Da kann Bielefeld also die letzten paar Schritte machen in Richtung Klassenhalt. Ich denke mal, das werden sie auch. Ich sehe übrigens gerade nicht, wie ich hier im Bild bin. Ne? Kann sein, dass ihr nur meine Nase seht gerade. Ich weiß nicht, wie weit ich da jetzt gerade weg bin. Das ist so ein bisschen Spekulation alles. Gucken wir mal, wie es wird. Dazu gibt es heute Abend noch aus der spanischen Liga Real Sociedad gegen Real Madrid. Das ist so das namhafteste Duell aus dem Ausland. Auf der Zone das Ganze noch zu sehen. Handball-Bundesliga haben wir mit 3 Spielen auf Dein Sports. Leipzig gegen Flensburg-Handewitt um 19 Uhr und dann um 20 Uhr Eisenach-Lemgo und Hannover-Burgdorf gegen Göppingen. Die Basketball-Bundesliga mit dem mitteldeutschen BC gegen Heidelberg um 20 Uhr auf Dein. In der Nacht wieder NBA, das hatten wir ja schon besprochen. Tischtennis-Bundesliga heute übrigens, Saarbrücken gegen Düsseldorf, kurz vor Abschluss der Hauptrunde, das ist nochmal das Topspiel hier, 19 Uhr auch auf Dein Sports. DL haben wir schon gesagt, Fischton gegen Eisbären, Tour de Romandie fährt weiter für die Radsportfreunde, die gibt es heute zu sehen auf Eurosport 1 oder 2 wieder, ich glaube auf 2 wieder, wie immer. Kriege ich das hier irgendwo? Nö, will nicht. Auf Eurosport 2 wieder, ich denke ab 15 Uhr, wie immer, so das Übliche. Jetzt hat er mich hier völlig im Stich gelassen. Das ist momentan alles nicht so leicht. Doch, da ist es 15:30. Guck mal, kann ich euch doch noch Bescheid sagen. War es dann aber auch schon, was ich so erzählen wollte. Alles Weitere machen wir in aller Ruhe dann morgen. Den Blick auf den Samstag und auf den Sonntag, wie immer. Tabellen haben wir erstmal gesehen. Mehr Tabellen dann vielleicht irgendwann nächste Woche Montag oder so. Mal gucken. Auch die Tabellen aus den auswärtigen Ligen. Gucken wir uns seine Ruhe nochmal an. Alles zu seiner Zeit. Von mir aus war es das für heute. Ich hoffe, ihr habt mich ein bisschen gesehen im Bild. Mir fehlt, wie gesagt, der Kontrollmonitor gerade.
Aber die Tabellen waren es wert, glaube ich. Denn die wollte ich nicht unter den Tisch fallen lassen, jetzt so kurz vor Saisonende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen wieder, wenn ihr Lust habt, hier beim Frühsport. Und ich überlege gerade, wie ich jetzt dieses Video stoppen soll, weil der Stoppknopf ist irgendwo auf der Rückseite jetzt. Ich gucke ja jetzt auf die andere Seite der Kamera, ne? Ich tippe jetzt mal blind irgendwo da rum und irgendwann geht es hoffentlich aus. Bis morgen.